So Leute, da sind wir wieder bei einer kleinen neuen Runde von Let's Play Pokémon Platin Together. Und wir sind hier schon auf der nächsten Route, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und welche sind das eigentlich? Route 222, Schnapszahl. Bevor wir hier irgendwas machen, ich habe noch etwas zu erledigen. Und da sind wir sowieso schon fast um die Ecke. Wir sind hier am See der Kühnheit, der ja zum Glück wieder normal aussieht. Das letzte Mal, als Koto hier war, sah sie ein bisschen ramponiert aus von Team Galactic. Und ich bin hier wegen diesem kleinen Kerlchen. Und ich habe mich übrigens entschieden, der kriegt einen Meisterball von mir. Auch wenn sein Battle-Theme noch so awesome ist und ich so gerne mit ihm kämpfen würde. Aber ich will uns einen weiteren super langen Part ersparen und ich fange ihn einfach mit dem Meisterball. Weil der lässt sich genauso schwer fangen wie Giratina. Da ist er. Und Turbutz ist mir auch einen Meisterball wert. Und wie gesagt, das hier ist nur ein Playthrough. Meisterball braucht man jetzt auch nicht so unbedingt. Für den Wander-Pokémon wollen wir uns auch nicht unbedingt was fangen. Und selbst wenn, die kriegt man zur Not auch ohne Meisterball hin. So. Turbutz, Willenskraft. Als Turbutzflug erlangten Menschen die Entschlossenheit. Es war die Geburt der Willenskraft. Ja, Spitznamen. Okay. Wie nennen wir dieses Turbutz? Einen Moment, ich muss mal ganz kurz überlegen. Darüber habe ich mir nämlich jetzt keine Gedanken gemacht. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Ich habe gerade mal ein bisschen rumgefragt, ob irgendjemand ein Turbutz sein will. Und ja, ich habe gerade jemanden gefunden. Nämlich der gute Whitey. Moment, das schreibt man. Jetzt brauche ich das H. Wo ist das H? Da ist das H. T. So. Dann haben wir unseren Whitey im Team. Auch wenn er eigentlich ein Shiki ist, aber ist ja egal. Jetzt ist er ein Turbutz. So. Dann haben wir das auch erledigt. Ich will den Kleinen nur jetzt erstmal abholen. Ich brauche das VM-Opfer gleich nochmal, weil ich mit dem noch ein bisschen was machen will. So. So. Wir brauchen jetzt erstmal hier ein bisschen was. Zum einen mal, der hier muss endlich mal auf Neo drauf. Weil Eisstrahl einfach wesentlich besser ist als Blizzard. Dann den Spuckball brauche ich. Und zwar für unseren Whitey, mit der auch ein paar schöne Attacken kann. Der kann momentan nämlich noch nicht allzu viel gute Sachen. Und auch etwas, was viele nicht wissen, Turbutz kann auch Flammenwurf lernen. Dafür machen wir den Sternschauer erstmal weg. Und dann brauche ich noch eine Sache. Wir haben noch sicher ein paar Sonderbonbons, oder? Ja. Na, die letzte Attacke, die er kriegt, die kriegt er per Level Up. Nämlich den Sondersensor. Dafür können wir den Seher wegmachen. So.
So, dann haben wir das erstmal erledigt. Dann lass mal ganz kurz die Pokémon heilen. Der Whitey wird jetzt zwar in den ersten paar Kämpfen nicht so viel zum Einsatz kommen, aber mal schauen. Auf jeden Fall, sobald der ganze Rest vom Team so mal gegen Level 50 was wird. So, jetzt dürfen wir den ganzen Weg da wieder runterradeln. Alte Sinnoh-Routenmusik. Ich glaube, hier sollte ich echt im langsamen Gang fahren. Kommt bei so viel Kurve echt besser. Ein wildes Pokémon. So. Ich habe schon ein Bidifas. Und verdammt. Da wollte ich vorher eigentlich abbiegen. Witzig, dass uns an diesem Grasstück genau unsere beiden VM-Opfer entgegenkommen. Erstmal eine Runde gegenseitig bedrohen, habt ihr schon recht. So. Hier kann man eine Menge mit Kraxler machen. Deswegen wollte ich VM-Opfer hier mal mitnehmen. Moment, hier unten war irgendwo ein Item dann, oder? Oder, ah ne, Moment, da hinten geht's auch wieder nach oben. Ah, ja. Muss man nur genau hinschauen. So, dann kann man hier noch runter. Und dann kommt man da hinten an die beiden Items ran. Eisen und die TM85 Traumfresser, die wir auch nicht unbedingt brauchen, weil wir auch nichts haben, was einschläfernde Attacken kann. So, jetzt dürfen wir den ganzen Weg zurück. Was man alles für zwei Items macht, ne? Irgendwo noch ein bisschen mehr, wenn ich mich nicht täusche. Gut, den da unten hat Koto, glaube ich, schon geholt. Aber da hinten gab es noch Wände zum Kraxeln. Zumindest, wenn ich mich nicht täusche, gab es da welche. Nur wissen wo. So, jetzt schauen wir erstmal, was hier drin ist, weil hier kommt man ja auch nur mit dem Kraxler rein. Okay, ein Pokéch-Zubehör. Okay. Falls wir mal Entscheidungen treffen, wo müssen, können wir jetzt einen Münzwurf damit machen. Hier haben wir ein Protein. Okay, das ist doch auch schon mal ganz gut. Ja, Moment, da geht's glaube ich dann nach oben wieder, oder? Ich will erstmal schauen, was wir hier noch finden. Hier gibt es doch bestimmt ein verstecktes Item, oder? Ja, ein Sonnenstein. Nicht, dass wir den jetzt bräuchten oder so. Aber, ja. So. Jetzt haben wir aber genug gekraxelt.
uns nur noch mal ganz schnell. Moment. Hier war nichts, okay. Das Item war dann da hinten irgendwo. Ein Wingull. Ich glaube, wir haben doch noch irgendwo einen Schutz, oder? Ja, einen Top-Schutz haben wir noch. Moment. Okay, das ist eins drunter. Oder? Okay, hier ist es. Ein AP Plus. Ja, warum auch nicht? Hier war dann nichts mehr. So. Wer steht denn gerade vorne? Chris ist schon Level 47. Wir sollten Wendigo mal nach vorne bringen und dann machen wir doch mal den ganzen Wasserteil hier unten. Da gibt es nämlich eine Menge Angler. Und da kann unser Wendigo doch am besten mithalten. Auch wenn es nur Carpador sind. Wenn auch relativ starke Carpador. Ja gut. Wir sind trotzdem im Level drüber. Und sogar noch ein Volltreffer. Der wäre definitiv nicht nötig gewesen. Ein Garados hat er, okay. Dafür würde ich dann doch gerne Chris reinholen. Gegen Garados kann Wendigo jetzt auch nicht allzu viel machen. Wir bedrohen uns hier erstmal wieder schön gegenseitig. Ich glaube, wenn man mit vierfacher Stärke draufhaut, reicht's auch, wenn man nicht den vollen Angriffswert hat. So. Ich schau mal, dass ich in dieser Folge die komplette Route hier einfach mal schaffe. Was habt ihr alle mit euren Carpadors schon wieder hier? Dann lasse ich Koto, wenn er es denn schafft, nächste Folge mal die letzte Arena, damit er zumindest noch zwei Orden hat. Ich habe ja in diesem LP schon 6 von den 7 Orden geholt. Schon wieder ein Garados. Ich lasse unseren Bitey einfach mal kämpfen. Darf der auch mal zeigen, was er so kann? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der keinen Biss drauf hat. Knirscher kann gerade das ja erst seit Oras. Eine Hydropumpe, da. Ja gut, bei Garados Spezialangriff sollte die jetzt auch nicht allzu wehtun, auch wenn Turbos nicht unbedingt die beste Verteidigung hat. Gut, was heißt nicht die beste? Ich glaube 75, 75, 75, irgendwas um den Dreh war das. Also, sie ist in Ordnung. Aber Turbos zeichnet sich halt vor allem in seinen offensiven Werten richtig aus. Mit 125 in beiden Verteidigungswerten, in beiden Angriffswerten und 115 Init, der zerfetzt ordentlich was. Gerade wenn man einen Sondersensor-Boost durchkriegt. Und wenn ihr das mit den 125 so im Verhältnis haben wollt, das ist genauso viel, wie Garados im Angriff hat. Nur hat Turbos das eben in beiden Angriffswerten. So. Gibt
auch nicht sonderlich viel IP hier, aber immer noch besser als Carpador. Wieso haben hier alle nur Carpador? Oder zumindest mindestens ein Carpador im Team. Gibt's hier nur Carpadors zu angeln oder was? Oder habt ihr alle keine Profi- und Superangeln? Nur eine normale Angeln. Das wird das nämlich auch irgendwie erklären. Ein Finion. Irgendwie ja schon krass, dass sie zu einem Zeitpunkt vom Spiel immer noch mit nicht entwickelten Pokémon da ankommen. Barschwa. Zwar auch nicht wirklich stark, aber zumindest selten. Angler haben wir hier ja noch. Und der hat ein Garados. Na super. Kann ich mit Bendigo jetzt eigentlich gar nicht haben. Vor allem nicht mit verringertem Angriff. Gut, dann kriegt Chris halt sein Level 48 jetzt. Schon faszinierend, dass sie von allen Wasser-Pokémon, die sie benutzen können, gerade die wenigen nehmen, die die keine Pflanzenschwäche haben. Und danke für den Regen. Der hilft mir hier sogar noch. Lässt meinen Donner immer treffen. Angriff für Chris. Oh ja, 135 Angriff, das ist ja auch schon mal ganz ordentlich. Okay, da bleiben wir halt einfach drin. Wenn uns schon den Regen hier gibt und lauter Garados reinschickt und wir auf Chris noch diesen wunderschönen Donner drauf haben, hätte ich gesagt, wir nutzen den einfach mal aus. Remoraid kommt. Ja gut, das machen wir jetzt wieder mit Wendigo. Den wollte ich hier eigentlich trainieren. Aber in der nächsten Arena hat Chris nicht allzu viel zu lachen. Ja, zumindest haben seine Step-Attacken nicht unbedingt so viel Wirkung. Nächste Arena wird der Elektro. Planscherin. Mit einem Remoraid. Im Mädel, das hätte schon längst ein Octillery sein können. Ich meine, das Viech entwickelt sich auf Level 25. Und auch wenn Remoraid ein bisschen schneller als Octillery ist. Aber bei Octillery sind halt die restlichen Werte dafür gut. Wobei gut hier auch wieder Ansichtssache ist. Der versucht nur mit Pikachus Pokémon-Champ zu werden. Ich weiß, dass eins von diesen Pikachus ein Trainer ist, oder? Ja. Der ganze Rest hier sind richtige Pikachus. Ein Schaufler wäre hier zwar sehr effektiv, allerdings ich will ungern in eine Statik reinrennen. Und
Für ein Pikachu reicht so ein Rasierblatt halt allemal aus. So. Nächstes Pikachu, nächstes Rasierblatt. Offenlegung wäre nett, wenn wir hier schon... Wann haben sie die Attacke verändert? Gen 5 oder Gen 6? Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben sie die Attacke irgendwann mal ein bisschen verändert. Die Stärke zwar um 20 runtergeschraubt, dafür allerdings auch wirksam, wenn der Gegner nicht Schutzschild einsetzt. Oder Scanner. Moment, hier liegt ein Item. Muss es nur sehen. So. Kämpft nicht mal. Okay, was haben wir hier drin noch? Okay, der will nur ein riesengroßes Remoraid haben. Gut, dass wir unser Trimmerer hier noch dabei haben. So, was haben wir denn hier alles? Ja, wie ich es mir gedacht habe, hier ist eins. Ein Mini-Pilz. Und ein Flottball. Ist da hinten auch noch ein? Ja, da ist sogar auch noch eins. Top-Genesung. Kann man immer ja mal brauchen. So. Das da hinten holen wir uns auch noch, weil da sind offensichtlicherweise ja auch noch ein paar Items versteckt. Ja. Hier haben wir noch einen Riesenpilz. Hier itemtechnisch zumindest schon mal alles abgeklappert und der Schutz wirkt nicht mehr. Hier ist nicht mal was. Kommt man an das Item irgendwie ran? Ja, muss man einfach nur den oberen Teil der Route mal machen und dann holen wir uns hier mal ein paar Bären. Wiki-Bären, weiß nicht, das waren glaube ich für die Poke-Riegel. Mago-Bären glaube ich genauso. Wir hatten keine besonderen Effekte. Was haben wir hier? Qualot-Beere. Und zwei Gauve-Beeren. Okay. Schauen wir mal. Eine Top-Genesung. Schon wieder. Gut, kann man ja nie genug davon haben. So, die Trainerin hier mache ich noch. Schönheit Almut mit einem Schlabohr. Hui, nettes Pokémon. Okay, Wendigo, das machen wir doch mit einem kleinen Rasierblatt. Und bitte nicht verwirren, bitte nicht verwirren. Und du bist verwirrt. Komm, hau's einfach. Du sollst nicht dich selbst, sondern du sollst das Schlabohr hauen. Okay. Machen wir's halt so. Nickel dran. So. Nicht verwirren. Du hast nur 20% Chance drauf. Du verwirrst mich jetzt nicht. Ah, immerhin. Nicht, dass mich hier noch die NPCs weghexen. Level 47 für Wendigo. Ja, die Verteidigung von dem ist langsam echt gut. So. Dann... Ich pack den Neo mal nach vorne. Und eine Sache wollte ich noch nachschauen. Was hat denn unser Whitey überhaupt für ein Wesen? Oha! Mäßig! Besser hätte es ja fast nicht laufen können. Das ist plus Spezialangriff und minus Angriff. Nachdem ich den so oder so speziell spiele mit den Attacken. Ich sollte ihn nur, vielleicht nur mal ein bisschen sortieren. Ja, ich sollte vielleicht generell mal wieder ein bisschen Attacken sortieren hier. Hier muss das Surfer nach oben.
Knirscher ist wegen seinem Item noch ein bisschen besser als der Eisstrahl. Wasserdüse ist die schwächste Attacke gerade. Ja gut, eigentlich ist Donner hier die stärkste, aber ich mag immer, die trifft zu ungenau. Da müssen wir hier ein bisschen tauschen. Yep. Und hier müsste die Kreuzschere noch über den Schaufel und das Eierras nach unten. So. Okay. Ich bin bei meinen 25 Minuten. Ich lasse den Koto hier jetzt einmal mal mit Blick in diese Richtung raus, damit er weiß, wo er weitergehen soll. Und wir sehen uns in der übernächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.